Ja, Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass es noch geklappt hat. Und Sehr gut. ja, besser spät als nie. Heute ist ja so ein Tag. Ich bin auch im Moment nur aufs Handy schauen, weil bei uns sind ab Montag die Schulen dicht. Und ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir es geschafft haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los, weil du möchtest uns ja gerne was über Quindi erzählen. Ja, das mache ich gern. Ich habe Quindi vor einigen Jahren entdeckt, als ich überlegt habe, wie ich meine Bücher so ein bisschen sichtbarer machen kann, und habe dann in relativ kurzer Reihenfolge meine Bücher quindifiziert gekriegt. Das heißt, die haben das Quindi-Logo gekriegt und bin seither da ziemlich aktiv dabei. Quindi, ich halte das mal dahin. Dieses Logo ist das. Ja. Ist ein Zusammenschluss von Autoren, die Bücher auszeichnen von anderen Autoren, also Self-Publish-Autoren, die ihre Bücher bei uns einreichen. Und dann gucken wir uns das an nach Rechtschreibung, Grammatik, Spannungsaufbau, Figurenzeichnung und auch Umgang mit Sprache. Und wenn das alles stimmt, dann können die entsprechenden Bücher dieses Logo tragen, was für die Leser eine schöne Orientierungshilfe ist, und für die Autoren, die da mitmachen, ist das eben eine ganz tolle Möglichkeit, sich mit anderen Autoren zu vernetzen. Wir machen ziemlich viel. Wir geben einmal im Jahr eine Anthologie raus. Wir machen auf der Leipziger Buchmesse gemeinsame Lesungen. Wir machen einen Stand auf der Leipziger Buchmesse, der ja nur dieses Jahr leider ausgefallen ist. Das ist auch ein relativ großer Stand. Und ich bin da immer der Büchertransporteur, habe es mir dadurch zur Aufgabe gemacht, so ziemlich alle Bücher, die wir am Stand haben, auch wenigstens angelesen zu haben, damit, wenn die Besucher vorbeikommen, wir auch allen immer gut was erzählen können. Denn unser Ziel ist es, das richtige Buch für den Besucher zu finden und nicht unbedingt nur meine eigenen Bücher anzupreisen. Das Fällt klingt mir sowieso immer etwas schwer. wirklich super. Entstehen mir als Autor denn Kosten, wenn ich mich für das Siegel bewerbe? Nein, überhaupt nicht. Natürlich entstehen Kosten, wenn an der Messe teilgenommen werden möchte, aber das sind keine besonders großen Summen. Also dieses Jahr war der Stand der Leipziger Buchmesse zum Beispiel 50 €, wenn man sein Buch hinstellen wollte, und alles zwischen 1 € und 49 €, wenn man Flyer und Leseproben schicken wollte. Aber das Siegel an sich kostet nichts. Die Bewerbung dabei ist kostenlos. Wir sind aber recht streng, weil alle Autoren, die dieses Siegel schon gekriegt haben, dürfen mitentscheiden, ob eben das Buch in unseren Augen gut genug ist. Und da gibt es immer einige Mitautoren, die sehr pingelig sind, die über jedes Komma stolpern. Andere Autoren gucken mehr so über den Text drüber, nach den großen Zusammenhängen und so. Dadurch wird es eine recht faire Sache. Dadurch, dass halt jeder einen etwas anderen Blickwinkel auf den Text hat. Ne? Aber wenn ihr denn mal so ein Buch ablehnt, es ist ja immer so eine Sache. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man als Autor einen anderen Autor bewertet. Und da ist ja immer das Problem, wenn man dann sagt, okay, hier gab es jetzt zu viele Punkte, die unserem Qualitätsanspruch widersprechen, kommt es da manchmal auch zu Spannungen, weil ihr müsst ja trotz alledem objektiv sein. Ja, zum einen, sage ich mal, ist das ein kleines bisschen abgemildert dadurch, dass wir nicht nach Genre gucken. Wir nehmen jede Bewerbung an, sei es für eine Kurzgeschichte, sei es für eine Flash-Fiction-Geschichte oder für einen Roman, aber auch die unterschiedlichsten Genres. Das mildert es so ein bisschen. Wir versuchen, so objektiv zu sein, wie es in diesem Bereich irgendwie möglich ist, Ja. weil wir auch sehr festgelegte Kriterien haben. Und manchmal ist das eben auch so eine Gratwanderung. Wir hatten neulich ein Buch, das war wirklich fantastisch geschrieben, dem hätten wir sehr gerne das Siegel gegeben. Aber der Autor hat sich einfach geweigert, ein marktgängigeres Cover drauf zu machen. Und das gehört ja auch ein Stück weit mit zu der Qualität eines Buches. Wir können ja nicht mit einem Cover losziehen,
was selbst in den Anfangszeiten des Self-Publishing als ausgesprochen hässlich empfunden worden wäre. Wie soll ich denn dem potenziellen Kunden vermitteln, dass das Buch innen drin sehr gut ist, wenn das Cover aussieht, als wäre es von einem Dreijährigen selbst gemacht? Das ist eben, genau, das ist halt dann schon ein bisschen problematisch. Aber wir geben in der Regel eben auch keine Gründe für eine Ablehnung, außer es war sehr, sehr knapp in der Abstimmung. Dann kriegt der Bewerber eine kurze Mitteilung, was uns aufgefallen ist, was wir als verbesserungswürdig ansehen. Und in den meisten Fällen, wenn die Autoren sich dann die Mühe machen, diese Punkte tatsächlich zu überarbeiten, kriegen sie das Siegel auch. Aber das machen nicht viele. Also viele sind dann einfach entmutigt und ja, was dann ein bisschen schade ist, weil dann, wenn sie schon Rückmeldung kriegen, heißt das, sie sind kurz davor da gewesen zu sein, ne? Ja, das klingt doch schon mal gut. Welche Aktionen habt ihr denn so, dass das sich für mich als Autor wirklich lohnt, dass ich dann zum Beispiel auch sage, okay, ich packe ein anderes Cover drauf oder so? Ja, also das muss natürlich letztendlich jeder für sich selbst abwägen. Es ist für die Autoren eine Vernetzungsmöglichkeit. Wir gehen auf die Leipziger Buchmesse, auf die Buch Berlin und einzelne Autoren gehen auch zu kleineren Messen. Ich mache das grundsätzlich so, wenn ich irgendwo auf eine kleinere Messe gehe, wie was ich die Nordcon in Hamburg zum Beispiel oder hier in Hannover gibt's die Kekscon, die vielleicht auch abgesagt wird dieses Jahr. Aber dann nehme ich dann meistens Bücher mit von Quindy-Autoren, die ich gerne gelesen habe, von denen ich meine, dass die für andere Leser auch interessant sein könnten. Dann nehme ich einfach mal spontan was mit. Und dann kriegt der entsprechende Autor, wenn ich was verkaufe, dann eine Überraschungs-E-Mail, hallo, ich habe ein Buch verkauft. Ne, man kann aber auch mit anderen Quindys zum Beispiel Lesungen organisieren oder Leseproben austauschen. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich mit einer, die in Berlin wohnt, Leseproben ausgetauscht habe. Ich habe welche in Hannover großzügig verteilt und sie hat meine in Berlin großzügig verteilt. Also solche Sachen kann man auch machen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was einem einfällt, kann man machen. Und es wird sich immer wer finden, der da ist, der mitmacht. Ja, das klingt wirklich super. Also alleine die Vernetzung einfach, dass man sich da auch gegenseitig unterstützt, finde ich klasse. Ja. Du hast eben gesagt, ihr nehmt alle Genres an. Ja. Die Frage dann ist, welche Genres machen denn überhaupt Sinn, bei euch einzureichen? Ja, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Also grundsätzlich nehmen wir jedes Genre an. Wer sich bewerben möchte, ist herzlich willkommen. Es ist natürlich so, dass auf so einer Leipziger Buchmesse oder auch anderen leserorientierten Messen es sehr schwierig ist, zum Beispiel ein Sachbuch für Betriebswirte loszuwerden. Wir haben eins, das ist ein ganz, ganz tolles Sachbuch, super geschrieben, man kann es ganz toll verstehen, selbst wenn man kein Betriebswirt ist, aber da habe ich bisher noch kein einziges Exemplar von verkaufen können, weil einfach die Zahl der Betriebswirte, die bei uns vorbeikommt, nicht so riesig ist. Ne? Ja. Das muss halt jeder für sich selbst abwägen. Wo wir ein bisschen knapp sind, was wir gerne mehr hätten, wären zum Beispiel Autobiografien oder Geschichten, die das wahre Leben aufgreifen, historische Romane, sowas. Solche Autoren bewerben sich immer sehr selten bei uns, was ich schade finde, weil gerade die Romane sehr oft nachgefragt werden. Das ist super. Also dann starten wir hier mal einen Aufruf, ne? Wenn ihr Biografien und Sachbücher schreibt, dann bewerbt euch doch bei Quindy. Wir freuen sich über euch. Das wäre schön, ja. Das wäre toll. Du bist aber ja nicht nur bei Quindy aktiv, du bist ja auch selbst Autorin, ja, und schreibst Fantasy-Romane, wenn ich das... Ja, ich schreibe Fantasy und ich schreibe auch historische Romane, von letzteren aber etwas weniger, weil das sehr viel Recherche immer beansprucht. Mein allererster veröffentlichter Roman war ein historischer Roman, den habe ich bei einem mini-kleinen traditionellen Verlag untergekriegt damals. Und da sind jetzt vor kurzem die Rechte an mich zurückgefallen. Den habe ich jetzt nochmal neu aufgelegt mit einem Titelbild, was mehr zum Genre passt. Denn das ist ein Jugendbuch. Und die hatten das damals halt mehr so als alte Leute Buch verpackt.
Das ist auch ein Grund, warum ich mit Herz und Seele Indie bin, weil ich einfach die totale Kontrolle über meine eigenen Sachen habe. Ich muss mich da nicht mehr mit irgendjemandem rumschlagen, der meint, meine Vorstellungen von Cover und Klappentext passen nicht oder so. Genau. Ja, hat alles seine Vorteile. Hat natürlich auch seine Nachteile, weil man halt größere Schwierigkeiten hat, sichtbarer zu werden. Das stimmt, das stimmt. Wie recherchierst du denn für deine Fantasy-Romane? Das ist ja mit Sicherheit nicht ganz so einfach, weil, ja, ne? Naja, manche Leute denken immer, das wäre besonders einfach, weil man sich bei Fantasy ja alles ausdenken kann. Das stimmt aber nur begrenzt, weil ich immer wieder, also bei meinen Fantasy-Sachen zumindest, versuche, Sachen aus unserer Welt mit einzubinden. Ich habe zum Beispiel mal einen historischen Fantasy, also eigentlich historische Romantasy geschrieben, über einen Stamm in Afrika in der Steinzeit. Und da habe ich viel Recherche zu gemacht. Anfangen tue ich damit meistens im Internet. Und dann hole ich mir das eine oder andere Buch und lese dazu. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, die in einer Welt spielt, die so ein bisschen aus Tausend und einer Nacht ist. Da habe ich natürlich zum einen die Märchen aus Tausend und einer Nacht gelesen, um so ein bisschen den Stil wieder drauf zu kriegen. Zum anderen habe ich mir aber auch soziopolitische Bücher gekauft über das Leben von arabischen Familien, um so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, weil die haben ja ganz etwas andere Vorstellungen davon, wie das tägliche Leben ablaufen soll und wie man Leute beschützen muss und so. Genau. Also, ich finde persönlich, ohne Recherche geht Fantasy nicht. Für mich, ne? Das ist nicht allgemeingültig. Es gibt viele Leute, deren Recherche in erster Linie darin besteht, sich selbst eine Welt so auszudenken, dass sie in sich schlüssig und stringent ist. Ne? Auch das zähle ich zur Recherche, dass man halt glaubhafte Welten erschafft. Genau. Das klingt schon spannend. Wie entwickelst du denn deine Ideen dann weiter? Bist du eher so eine Drauf-los-Schreiberin, wie ich das bin, oder bist du jemand, der ganz stringent durchplottet? Nee, ich habe angefangen als Drauf-los-Schreiber, man nennt das im Englischen Pantser, weil man auf seiner Hose sitzt, also auf der Pant. Und das ging auch ganz gut. Ich kann das einigermaßen. Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass das ewig dauert, bis man das Buch hinterher vernünftig überarbeitet hat. Und deshalb bin ich dazu übergegangen. Ich schreibe für jede Szene, die ich in dem Roman plane, einen Satz, in dem ich alle wichtigen Elemente der Szene unterbringe. Also zum Beispiel den Konflikt und also die Figur, aus deren Sicht die Szene erzählt wird, was für einen Widerstand diese Figur in der Szene hat und so weiter. Da gibt es eine Handvoll Elemente, die da reingehören. Und das mache ich für jede Szene. Und wenn ich dann an einen Punkt komme, wo sich Figuren verselbstständigen oder die Geschichte eine neue Richtung nimmt, dann verändere ich einfach nur diese Liste von Szenen, die ich habe. Manchmal plane ich die auch gar nicht bis zum Ende durch, sondern erstmal nur bis zur Hälfte. Und wenn ich dann ein Stück geschrieben habe, plane ich immer ein paar Szenen weiter. Aber das hilft mir, auf einer Linie zu bleiben, einen roten Faden zu behalten und macht das Überarbeiten hinterher sehr viel schneller. Ich brauche mittlerweile zum Überarbeiten keine Woche mehr. Das ist ein Traum, weil bei mir dauert es immer länger. Ja. Hast du denn Schreibkurse gemacht? Ja. Ich habe, weil ich sehr gut Englisch kann, ich schreibe ja auch in zwei Sprachen und veröffentliche in zwei Sprachen, habe ich die Kurse von Holly Lyle besucht. Die kann ich wärmstens empfehlen. Also wenn man einigermaßen Englisch kann, ist man da sehr gut aufgehoben. Meiner Ansicht nach hat die den einzigen Kurs zum Überarbeiten, der sich lohnt, überhaupt zu machen. Der ist wahnsinnig umfangreich. Das ist fast wie ein kleines Studium. Sind 26 oder 28, ich glaube 28 Lektionen, wo man das Buch komplett zerlegt und hinterher wieder zusammensetzt. Beim ersten Mal dauert das ewig lange und man ist ständig am Heulen, weil man denkt, oh Gott, was habe ich für einen Schrott geschrieben? Aber das, ich sag mal, wenn man am Ende des ersten Mals angekommen ist und sieht, was aus dem geworden ist, was man geschrieben hatte, dann ist man so begeistert, dass man sich hinterher ich sag mal, so eine Form dieser Revision zurechtlegt, die für einen schneller geht, weil man ja dann schon weiß, worauf man hinaus will. Genau, wenn man das dann so für sich anpassen kann und anpasst, dann
Genau, ist ja wie mit allem. Wenn die Routine drin ist, funktioniert meistens alles ein bisschen schneller. Ja, Genau. das erste Mal ist halt wirklich anstrengend. Und der erste Teil dieser Revision heißt Despair und das nicht nur einfach so. Also Ja. Verzweiflung. Genau. Es ist wie wenn man ein Lektorat zurückbekommt, ne? Und das erste Mal aufmacht, denkt man Ja, auch. bloß, dass man sich selber lektoriert, Ja. ne? Und das Schöne dabei ist, man lernt dadurch so viel, was man dann später, wenn man den nächsten Roman schreibt, eben vermeidet, weil man weiß, okay, ich habe keinen Bock, da nochmal Blut und Wasser zu putzen, ne? Genau. Du schreibst also Fantasy-Romane und historische Romane. Hast du sonst noch ein Genre, das in dem du gerne schreibst? Oh, ich liebe eigentlich so ziemlich alle Genres. Ich versuche mich so ein bisschen einzuschränken, weil die Leser da oft nicht mitgehen. Aber ich habe zum Beispiel mal, ich mische gerne Genres, ne? Ich habe zum Beispiel mal einen Krimi geschrieben, der auch Fantasy-Roman ist, also wo Fantasy und Krimi zusammengemischt sind. Ich mische gerne Geschichtliches mit Fantasy. Ich habe auch ein Sachbuch geschrieben, in erster Linie für den amerikanischen Markt. Die 33 häufigsten Fehler, die Autoren machen, wenn sie über Mutter Natur schreiben. Was habe ich noch geschrieben? Eigentlich ziemlich viel. Ich habe auch einen Science Fiction geschrieben, der aber nicht so ganz Science Fiction ist, weil der nicht techniklastig ist, weil ich bin studierte Försterin und da war es natürlich naheliegend, dass die Science, die da drin ist, die Biologie ist und weniger die Physik. Genau. Und solche Sachen. Ja, also ich bin eigentlich ziemlich bunt unterwegs. Im Augenblick versuche ich gerade mir neues Pseudonym aufzubauen. Und zwar den Namen Leonie Joy. Da kommen dann mal alle meine Romantasy-Geschichten rein. Da plane ich jetzt gerade eine Geschichte, die wirklich reine Romantasy ist, mit einem Schwerpunkt auf der Liebesbeziehung. Das klingt alles sehr spannend. Ja. Du hast ja auch einen Verlag. Nimmst du denn Bewerbungen an? Ja, nicht generell Bewerbung, aber ich mache jetzt gerade meine allererste Ausschreibung. Ich hatte vor kurzem ein Projekt angenommen von einer Autorengruppe, die ich auf der Buch Berlin kennengelernt hatte. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und ist auch recht erfolgreich am Laufen, dass ich mich jetzt getraut habe, meine erste Ausschreibung zu machen. Jeder, der eine Geschichte hat, die sich um Meerjungfrauen dreht, kann mir die zuschicken. Und da mache ich dann, also ich prüfe die dann, ob die in mein Konzept passt. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, was ich gerne hätte. Und es muss natürlich auch die Qualität passen. Und dann gibt es für die Geschichten, die ich annehme, eine Einmalzahlung von 10 Euro, weil das viel einfacher ist und für den Autor auch mehr, als vermutlich bei rauskommt, wenn sie auf Tantiemen warten würden. Und Genau. für mich ist es einfach weniger bürokratisch. Das klingt super. Dann verlinken wir natürlich auch deine Homepage. Ja, das ist hier oben der Independent Bookworm. Genau. Die schreibe ich dann nachher auch noch in die Beschreibung rein, dass dann halt jeder, der möchte, auch auf deine Ausschreibung kommt und sich deine Bücher nochmal genauer angucken kann. Und genau, auch die Links zu Quindi und so setzen wir rein. Ja, meine Liebe, es war ein bisschen kürzer als geplant, aber ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat. Das Weil macht überhaupt nichts. Es war nett, da zu sein, hat mir genau. Spaß gemacht und jetzt weiß ich ja, wie dieses dumme Programm funktioniert. Beim nächsten Mal geht's dann vielleicht besser. Genau, beim nächsten Mal machen wir das einfach gleich übers Handy und dann wissen wir, dass es funktioniert. Und ja, es ist halt einfach ein echter Freitag, der 13., ne, heute. Ja, das ging heute Morgen schon so los. Obwohl ich habe einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Das hat es dann so ein bisschen wieder Auf aufgewertet. jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, bei uns kommt gerade die Sonne raus. Also das hat man ja in letzter Zeit echt selten, so Sonnenschein und ja, das nehmen wir dann gerne an. Nee, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du da warst, dass du unseren Freitag eröffnet hast. Ich Zeig mache noch mal ein einmal. bisschen Platz. Wir können alle noch mal so ein paar Cover von meinen Büchern sehen. Das sind zum Beispiel Märchennacherzählungen. Das ist ein Kindergruselbuch. Das ist ein Spielebuch. Da muss man am Ende einer Szene immer entscheiden, wie die Geschichte weitergeht und so. Also ich habe viele bunte Sachen gemacht. Das klingt, muss ich nachher mal gucken. Der Nachteil an Buchmessen, egal ob on oder offline, ist ja, man ist hinterher immer pleite. Immer. Und wenn man sich den ganzen Tag mit Autoren unterhält und über Bücher unterhält, das ist schon,
Ja, ich muss, glaube ich, mal über eine Gehaltserhöhung mit meiner Chefin Was sprechen. ich aber auch gerne mache, ist, wenn jemand mich persönlich anschreibt und sagt, oh, ich habe dein Video gesehen und das Buch klang so toll, darf ich vielleicht Rezension lesen? Dann schicke ich durchaus auch Rezensionsexemplare raus, aber nur als E-Book, Klar. weil ich sonst selber pleite wäre. Aber das ist eine schöne Gelegenheit für Leser, mich kennenzulernen, ohne die Katze im Sack kaufen zu müssen. Ne, perfekt. Dann, wie gesagt, verlinke ich dich komplett einmal durch. Und Wunderbar. dann war es mir ein Fest, dass du bei mir warst. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf unserer Online-Buchmesse. Und ich hoffe, wir konnten dir dabei helfen, noch ein paar neue Leser zu finden. Und für Quindi auch noch ein paar neue Autoren. Wir freuen uns auf neue Autoren und ich freue mich auf neue Leser und ich freue mich, dass ich da gewesen bin. Das hat echt Spaß gemacht. Super, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag Tschüss. Tschüss.